Man ist immer noch ein bisschen auf der Suche. Wer ist man jetzt? Und ich fühle mich auch als Frau. Und mittlerweile, am Anfang war es schon schlimm, wenn man in den Spiegel reingeschaut hat, man hat immer den Mann gesehen. For me it's more of a birth defect or something. Oh Gott, wäre ich jetzt einfach als Mädchen geboren, wäre das Ganze nicht so kompliziert. Das wär... Ich bin stundenlang nicht aufs Klo gegangen, weil ich wusste nicht wohin. Dass sie eigentlich sich im falschen Körper fühlen. Und sie leiden darunter. Wir haben bisher keinerlei medizinische Untersuchungen, die genau erklären können, was es ist oder wo es herkommt. Wir wissen aber, dass es im Gehirn passiert. Man muss sehr viel hier arbeiten auch. Der ganze Körper, die Seele, das muss alles mitkommen. Weil im Endeffekt waren wir ja vorher wer anders. Ich habe sämtliche Zeugnisse, Urkunden, alles, was es gab, ändern lassen. Ich habe mir echt mal fast 2 Jahre lang die Mühe gemacht, alles von ihm ändern lassen. In dem Moment, wo Harald gegangen ist, konnte ich leben, wie ich war. Und hier musste ich immer der fröhliche Trainer sein. Ich stelle mich nicht gern irgendwie anders, als ich bin. Und einen Tag habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Habe ich den Plastikchirurg angerufen hier in Salzburg und habe ich ihn gebeten, dass er mir... Die beiden Hoden sind entfernt. Das heißt, man ist dann nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen. Ich kann ja dann auch einen Orgasmus bekommen, oder? Das ist der Witz der Sache. Der Schmerz nach der letzten OP. Ich musste sehr viel Schmerztabletten und Infusionen. Ich glaube, dass diese Operationen kein Fehler sind, sondern dass sie eine wirkliche Verbesserung der Lebenssituation der Patienten darstellen. And I just feel calmer knowing that one is scheduled, because I'll wake up with better results and then I'll just, you know, feel better about myself. Und fühlt sich aber dann wohl in ihrem Körper, mit ihrer Identität. Wie soll ich das sagen? Ich habe nach der OP die Augen aufgemacht. Das war die richtige Entscheidung. Etwas, was man mit dem Anthropozän vergleichen muss. Denn das Anthropozän heißt ja, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir Menschen diese Welt, diesen ganzen Globus verändern. In den Wäldern und in dem Meer und auf den Bergen ein, sondern auch in uns selbst. Wir verändern damit unsere ganze Evolution. You must see, you are not the only one of the world. So you are not alone.